Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder bei Biken TV. Ja, und heute der nächste Geheimtipp. Das heißt wieder ein Tipp, den ihr vielleicht bei mir schon mal irgendwo gehört habt, aber jetzt mal eine ganze Folge dafür und den man bei anderen leider nicht hört. Deswegen, das solltest du wissen zum Thema heute Kurventechnik. Wie geht's mit noch mehr Grip um die Kurve? Seid gespannt. Also, ihr kennt das Prinzip der Bike-Körpertrennung, das hatte ich in einem anderen Video schon mal angesprochen. Also oft ist es so, dass sich das Bike anders als der Körper verhält. Zum Beispiel, wenn es ganz steil wird, dann kippt das Bike in Steile, man bleibt zentral über dem Tretlager. Das ist jetzt beim Kurvenfahren auch so. Das Fahrrad ist mehr in der Schräglage, es ist mehr geneigt als der Körper. Das ist halt sehr wichtig, weil wir fahren ja nicht wie Rennradfahrer oder Stadtradfahrer auf Asphalt, wo man sich so schön mitlehnen kann, sondern das Rad muss mehr geneigt sein. Das habe ich euch in ein paar Videos schon erklärt, gezeigt auch, das könnt ihr unten nochmal schauen. Und damit die Seitenstollen ordentlich Traktion aufbauen. Ja, und dann würde ich sagen, müssen wir uns jetzt mal anschauen, wie erreichen wir diese Bike-Neigung und mit welchem extra Geheimtipp können wir noch mehr Traktion aufbauen. Guckt es euch mal im Detail an. So, das Bike ist geneigt. Ich verlinke euch jetzt mal hier drunter den Mythenmörder. Also das ist ja diese Serie, die ich habe, wo ich schon mal erklärt habe, warum ich weniger Fan davon bin, irgendwie sich auf diese Armarbeit zu fokussieren, dass man das Rad so rein in die Kurve drückt, sondern eher sage, wenn du dahin guckst, wo du hin willst, drehst du den Körper mit und dann ist das der Kopf, die Schultern, die Hüfte, die Beine, alles treten mit. Dadurch kippt das Rad mit in die Neigung und dann wird natürlich auch die innere Armlänge, aber du hast die Arme frei für alles und du bist nicht so mit gestreckten Armen und reindrücken, was dir sogar noch die Traktion rauben kann. Ja, das habe ich euch schon mal genauer erklärt, unten verlinkt. Und jetzt möchte ich noch zeigen, wie ihr die Traktion mit einem kleinen Tipp noch mehr optimieren könnt. Die Erfahrung ist, wenn Leute mit der Bike-Neigung dann trainieren, was ja super ist, dann hast du oft das äußere Bein noch so außen stehen. Zeig das nochmal. Also viele drehen dann den Körper gut mit, aber das äußere Bein steht noch so ein bisschen wie so ein Cowboy. Mit so Oberbein. Was ja an sich eine gute Sache ist, wenn man so leicht oberbeinig steht. Aber jetzt bei der Kurve möchte ich, dass ihr auf jeden Fall, wenn ihr den Körper dreht, das äußere Bein dann mitdreht und dann so weit dreht, dass es bis zum Rahmen geht. Also schaut es an. Viele fahren dann so und haben das äußere Bein noch in der Luft hängen und das könnt ihr mitnehmen für noch mehr Traktion. Ich möchte das mal einmal veranschaulichen. Dann ist es nämlich so, dass man wirklich die Hüfte schön mitdreht und hier richtig viel Druck auf die Seitenstollen legen kann. Also man merkt das richtig, wie man so die Traktion an den Reifen erhöht. Testet das mal bitte, wenn ihr selber fahrt. Und was ich auch angenehm finde, wenn ich jetzt gerade bei den rutschigen Bedingungen im Herbst und Winter fahre und mal den inneren Fuß rausnehme, dann habe ich immer noch eine gute Traktion, wenn mein Rad geneigt ist. Und ich hier mit dem äußeren Bein ein bisschen Druck am Rahmen spüre. Weil ich habe schon oft Leute gesehen, wenn die den inneren Fuß wegnehmen, kriegen die das komplette Körpergewicht als äußere Bein und das richtet das Fahrrad dann so auf. Und dann können sie keine Schräglage mehr haben, was natürlich häufig notwendig oder sehr hilfreich ist. Deswegen die Schräglage will man weiter haben. Und da hilft es, wenn man das Bein so gegen das Fahrrad drückt, durch die Rotationbewegung. Das werdet ihr am Knie merken, am Dämpfer, irgendwo am Rahmen. Wenn ihr keine Knieschoner habt, kann es auch mal ein bisschen kantig werden. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Probiert das mal. Also dann ruhig die Beine mitdrehen im Slalom. Und das ist jetzt ein weiterer Punkt von diesem Geheimtipp. Also das habe ich auch bei Profis schon häufig beobachtet. Wenn man so kleine Korrektur Slalomkurven macht oder so. Also kurze, kleine Richtungswechsel. Man hat dann eine super schnelle Verbindung, weil wenn man mit den Beinen agiert, reagiert das Rad auch sofort. Man will ja nicht jedes Mal die Hüfte total krass drehen. Das sind dann viel kleinere, effiziente Bewegungen.
und dann geht das Bein mit und das Rad folgt in die Schräglage. Ein kleiner Hinweis mal wieder, und zwar natürlich, ihr werdet jetzt merken, der eine Trainer erzählt das, der eine das. Es gibt jetzt nicht immer nur falsch und richtig und schwarz oder weiß und das ist das eine Richtige, sondern man kann natürlich so sich Input überholen, dann ein bisschen gucken, was fühlt sich gut für einen an. Man kann sich natürlich ein bisschen die Physik, die Biomechanik angucken, was ich auch sehr gerne mache. Ich gucke mir Profifahrer an in der Slow-Mo, gucke, was macht die, was macht das Fahrrad. Das kann man schön analysieren. Ja, und dann kann man ja nur besser werden, wenn man mehr Input hat und mehr probiert. Ihr werdet merken, ein kleiner Hinweis noch, wenn man dann diese starke Radneigung hat, wenn man ein bisschen Druck am äußeren Lenkerende fühlt, steigert das die Traktion. Früher, als ich auch mal sehr darauf geachtet habe, so mein Rad mit den Armen reinzudrücken, da war ich manchmal so, das Rad war schon am Limit der Traktion. Ich drücke noch mehr rein und dann ist es so weggerutscht. Deswegen habe ich jetzt, merke ich bei dieser Technik, immer so einen Gegendruck am äußeren Lenkerende. Ja, müsst ihr mal reinspielen, ob das für euch auch so ist. Und ich verlinke unten mal das Video mit den Kurbeln. Muss man die in der Ebene lassen oder eins ganz runter oder was gibt es dazwischen? Das sind auch noch ein paar Tipps für euch. So, das war mein Geheimtipp oder meine Geheimtipps fürs Kurvenfahren. Damit ihr noch mehr Traktion habt, gerade jetzt bei der nassen, kalten Jahreszeit, wo ihr viel Laub und Matsch und so weiter habt. Also bleibt heile, sauber bleiben werdet ihr nicht. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Hinweise sinnvoll findet oder was euch jetzt so beim Kurvenfahren besonders wichtig ist. Ja, ich freue mich aufs nächste Video. Lean it like you mean it. Bis dann.